zeige ich aber auch gleich. Das ist immer der Brock. Das wäre 70 Kilometer Luftlinie entfernt und das ist eine. Also alles über 50 ist außergewöhnlich und wir hatten 80, 90 Kilometer Fernseher, das ist außergewöhnlich. Aber so ein bisschen, sag ich mal, diesig war es. Unten drunter ist das aber. Wo wir über 600 Meter waren, unten drunter war es ein bisschen diesig, das ist die Luftfeuchtigkeit aus dem Täler. Ja, ja, gerade hier aus dem Wesertal. Weil das haben wir gesehen, dann wurde es also. Immer klarer oben, ne? Genau, das hatten wir dann gesehen. Wenn es nicht so kalt gewesen wäre, wäre ich auch noch höher gegangen. Ja. Aber dann hätten wir die Nase abgefroren gehabt. Ich wahrscheinlich nicht, bei mir war es gut. Ja, ja, ich sitze aber vorne. Also mit dem Motorradhelm kann man ja anders fliegen, ne? Ja, kann man schon, aber ich weiß nicht, ob das so angenehm ist. Das Schöne an diesem Gerät ist, dass man ja keinen Helm braucht. Bei normalen anderen Fluggeräten muss man, muss man einen Helm brauchen. Machen wir die Arme durch. Also für euch jetzt, sage ich mal, hier vorne. Ja, ne? Ja, für alle anderen auch. Also bei den Drachenflügern hatte ich ja einen Helm. Ja, aber hier hast du einen Überrollflügel. Und dadurch ist es erlaubt, ohne Helm zu fliegen. Und das ist viel, viel angenehmer als mit Helm. Na gut, dann muss man sich dementsprechend anziehen. Okay, klar. Ich muss ganz kurz zur Flugschule fragen, weil es ist knapp an der Grenze. Ich muss mal fragen, was der Chef sagt. Ne? Ja, mach. Nicht falsch verstehen, aber. Nein. Weil Fliegen ist sicher das Allerwichtigste. Ja,